Hallihallo, Hallöchen, ihr Lieben, hier ist die Fritzi aus Fritzis Konterbunt im Chaos. Heute mit dem versprochenen Häuschen-Video, was ich angekündigt hatte anlässlich der Verlosung zum 1000. Abonnenten. Das war das, was ich euch gezeigt habe, das Häuschen. Und heute nehme ich dann, also das war das dunkelblaue, die gibt es beim Discounter unserer Wahl bei Action momentan in der Weihnachtsabteilung. Und wie gesagt, das ist das hier. Dann gibt es noch dieses bezaubernde Wohnhaus. Beziehungsweise das soll die Backstube sein. Und ich mache heute aber den Geschenkeladen beziehungsweise den Spielwarenladen. Nur damit ihr es Bescheid wisst. Und ja, jetzt richte ich mir alles zusammen und dann legen wir los. Bis gleich. So, was wir heute brauchen, ist zum einen eines dieser Häuschen, natürlich Kleber, die ganz nach Belieben, doppelseitige Klebefolie funktioniert da jetzt nicht wirklich, ein gut funktionierendes scharfes Messer, ein Lineal, das vom Messer nicht zerstört wird und ein Papier, was ihr zum Verkleiden der Fassade quasi nehmt. Wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt die Fassade nicht verkleiden, dann macht ihr das ganz in Holz, auch kein Thema. Wäre sicher eine Option, weil das eigentlich ganz niedlich ist. Auf der anderen Seite wollen wir hier diese Einstich- oder diese Verbindungsschlitze eigentlich abdecken. Aber ihr könnt natürlich auch bloß oben, keine Ahnung, den Giebel abdecken mit Papier, wie es euch gefällt. Ich werde die ganze Fassade verkleiden. Ich habe ein sehr schönes Papier von Joycrafts. Das sind die Industrial Textures. Die gibt es leider nicht mehr. Ich habe auch schon geguckt, aber ja, weil langsam wird es knapp. Für die Fenster würde ich empfehlen, ein bisschen Transparentpapier, wie ihr es haben wollt. Und dann natürlich fürs Innenleben des gesamten Buchs ein Papier eurer Wahl. Aber dazu kommen wir später. Was ich hier gemacht habe, weil ich nicht dran gedacht habe, dass ich diese Tags in meinem Bestand habe, ist, ich habe einfach Häuschen geschnitten. Also ich habe mir einfach meine Seiten doppelt gefaltet, weil wir machen hier eine Drahtkammbindung. Ihr könnt eine Drahtkammbindung machen, ihr könnt eine einfache Papierbindung machen, ihr könnt natürlich auch eine Schnurbindung machen, wie es euch gefällt. Also was das Einbringen der Seiten angeht, da seid ihr völlig, völlig frei. Deswegen, ich guck mal, ob ich das Innenleben mit euch mache oder ob ich es beim Cover letzten Endes belasse, weil ganz ehrlich, also ja, dass jeder hat seine Lieblingsbindung, die will ich euch eigentlich nicht vorgeben. Ich weiß, dass die Gewinnerin des Häuschens sich gerade mit Papierkram etwas schwierig tut. Also mit der Hidden Hinge. Insofern, liebe Nika, mach da ruhig irgendeine andere Bindung rein, wie es dir gefällt. So, wir machen weiter, indem wir uns unser Vorder- und unser Rückteil nehmen. Und jetzt habt ihr hier diese Aussparungen, wo eigentlich die Seitenteile sich verkeilen sollen oder eingeschoben gehören. Beim Raustrennen immer vorsichtig sein. Die sollen dann quasi so sich zusammensetzen. Und weil das Ganze eh schon so schmal ist, habe ich beschlossen, ich werde nicht hier die Seiten abschneiden und glätten, sondern ich werde an den Seitenteilen die Teile abschneiden und einfügen, damit ich hier nachher beim Einbinden kein Loch habe. Ihr könnt, wenn ihr sagt, wird ja sowieso überklebt und überhaupt und sowieso, euch überlegen, ob ihr diese Löcher ausfüllen wollt. Wenn euer Papier stark genug ist, müsst ihr das nicht mal, weil dann die Kante stark genug ist mit dem Papier und mit den Extrateilen, die aufgeklebt werden. Hinten würde ich es allerdings dann schon empfehlen. Deswegen auch das scharfe Messer. Ich mache das jetzt off-camera, weil meine Kamera auch nicht bis in die Schneidefläche geht. Und wenn ich es eingeklebt habe, zeige ich es euch dann wieder. So. Jetzt seht ihr, habe ich hier diese Lücken ausgefüllt und festgeklebt, vorne wie hinten, und habe, ups, da habe ich es noch nicht abgeschnitten,
unten diese Füßchen, die eigentlich in die Bodenplatte reingehören, die habe ich abgeschnitten. Ihr könnt natürlich die auch ausfüllen mit Stücken von der Bodenplatte, aber das finde ich sehr mühsam. Insofern lieber 3 mm weniger Länge. So, was ihr machen könnt, ist, dass ihr jetzt unten diese Kanten abfaltet. Ihr könnt sie entweder so weit runterfalten, fallen, dass auch die Schmauchfarbe vom Laser quasi weggeht, das Braune, und ihr eine ganz helle Kante habt. Oder ihr färbt es nachher. Also wenn ihr es einbindet in Papier, ist es sowieso Banane. Aber wer jetzt sagt, er möchte hier die Kante zum Beispiel, die sichtbar bleibt, einfarbig haben, da habe ich jetzt erstmal nicht so drauf geachtet. Der kann die natürlich auch mit Tinte einfärben, also mit einem Stempelkissen, mit Distress Ink oder irgendwas in der Farbe, die ihm passt oder die ihm gefällt. Ich würde auf jeden Fall einmal kurz mit der Feile drüber gehen, damit auch ganz bestimmt keine scharfen Kanten und keine Spreißel abstehen. So, jetzt schneide ich hier dann von hinten mit dem Messer ein bisschen zu noch. Ihr habt gesehen, ich hatte den einen Nupsi da übersehen beim Ausschneiden, aber ich hatte Gott sei Dank genug Papier noch, dass ich ihn abdecken kann. Ansonsten hätte ich ihn vielleicht einfach abgeschnitten, weil das ist das Rückteil. Da spielt er nur bedingt eine Rolle. Je dicker das Papier, desto eher werdet ihr hier so leichte Ausrisse haben an der Kante. Und vor allen Dingen, je stumpfer euer Messer. Meins ist jetzt, naja, ein ziemlich neues Mozart-Messer. Das ist ziemlich scharf. Insofern
sollte das eigentlich gut gehen. Aber ich werde trotzdem noch mal mit der Feile nachher nacharbeiten, sobald der Kleber wirklich 100% trocken ist, weil sonst reißt ihr euch nur das Papier kaputt. So, das ist jetzt mein Rückteil. Und beim Vorderteil muss ich jetzt mal gucken, wie ich das am besten gestückelt kriege, weil ich ja hier sowieso große Fensterflächen habe, wo man nichts sieht. Und hier habe ich diese, also wenn ich das hier auf ein Drittel ungefähr rüberlaufen lasse, dann müsste man das eigentlich nicht, dürfte man das eigentlich nicht sehen. Ich nehme jetzt dafür meine ausgeschnittenen Teile und markiere mir mit dem Bleistift, so ich ihn finde, in etwa, wo das Ding liegt. Weil dann habe ich hier nur noch sehr wenig. Und dann kriege ich das nämlich gebastelt im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr könnt es natürlich jetzt sauber alles drum rumschneiden und so weiter, aber da ja nachher die Fenster sowieso ausgeschnitten werden, solltet ihr mit euren Klebelaschen bzw. mit eurem Einband vielleicht nicht unbedingt wahnsinnig über den Fensterrahmen rausstehen.
So, ich habe jetzt die Kamera ein bisschen runtergestellt, damit man zumindest einen Teil meiner Schneidefläche sieht. Weil jetzt, wie gesagt, wird es insofern interessant, dass ihr die Fenster ausschneiden müsst, damit wir die dann mit Folie hätte kleben können. Wie gesagt, Kleber trocken und messerscharf. Dann seid ihr gut aufgestellt, um das ganz anständig hier bewerkstelligt zu kriegen. Ihr könnt auch vorsichtig dann, wenn ihr die ersten Schnitte gemacht habt, bei der Rundung von außen rangehen. Wer sich schwer tut von innen, nur bitte nehmt die Finger aus dem Weg. Gerade wenn ihr so ein scharfes Messer habt wie ich, dann bitte unbedingt die Finger aus dem Weg nehmen. Hier oben wird es spannend. Manch einem wird das vielleicht leichter fallen. Da tut ihr euch mit einer sehr langen, schmalen Klinge, tut ihr euch hier dann leichter. So, hier habt ihr dann eben das Problem, oder ich zumindest in dem Fall, weil das da unten so schmal ist, das Gebälk, dass ich hier zuerst quasi den Einschlag wegschneiden muss. Bei der Haustür ist das jetzt nicht so das Problem, weil die unten ein geschlossenes Feld hat, aber hier beim Schaufenster muss ich halt wirklich erst den Einband wegschneiden. Der geht wirklich, also das große Schaufenster geht wirklich fast am einfachsten von außen. Und nochmal, ihr tut euch mit einer neuen Messerklinge einen echten Gefallen. Na bitte, 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 bitte. Passt auf eure Finger auf. So. Da kommt dann bei mir eben die Pfeile ins Spiel. Und dann die Ecken auch nochmal sauber zu machen. Das heißt, bei der Haustür ist es relativ wurscht, weil die wird abgedeckt. So, dann haben wir im Grunde genommen, wenn ihr jetzt hier oben noch die Kante sauber fällt, wie gesagt, das kann man dann notfalls distressen auch. Aber es gibt einen wesentlich schöner gefinischte Kante, wenn ihr da wirklich nochmal durchaus mit einer relativ groben, mit einer groben Feile rüber geht und
Kante da sauber macht. So, und jetzt wird im Grunde genommen hier hinterklebt. Ihr könnt das ganz flächig machen oder ihr könnt auch nur die Fenster hinterkleben, je nachdem wie viel Papier ihr habt oder wie geizig ihr damit seid, keine Ahnung. Ich werde es jetzt, glaube ich, der Faulheit halber komplett hinterkleben. Und dann passt das. Also bis gleich. Ja, man sollte halt vielleicht auch die Kamera anmachen, wenn man weitermacht. Was ihr unbedingt machen wollt, bevor ihr jetzt euer Transparentpapier einklebt, wie ich es hier gemacht habe, ist, dass ihr euch eine Schablone macht von eurem Häuschen, weil ihr ja nachher die Innenseite verkleiden wollt und das, wenn möglich, unter Aussparung der Fenster und Türen, weil sonst hättet ihr euch das Transparentpapier sparen können. Wer natürlich sagt, er hat ein wunderschönes doppelseitiges Papier, mit dem er die Innenseite kaschieren möchte und möchte das durch die Fenster sehen, überhaupt kein Thema, dann macht das, dann klebt direkt euer Papier von hinten dahinter. Ich finde die Optik latent echter Fenster ganz schön und möchte die gerne so haben, weswegen ich eben transparent Papier genommen habe. Aber ihr wollt eben nachher, damit ihr nicht das Problem habt, dass ihr nicht wisst, wo eure Fenster sind und ihr müsst mit dem Messer durchstechen und stecht dann durch euer Transparentpapier. Das wäre irgendwie nicht so klasse. Bei dem roten Häuschen habt ihr ein bisschen das Problem, dass der Spielwarenladen dieses Riesenfenster hat und hier unten eben nur einen sehr, sehr dünnen Holm. Da müsst ihr darauf schauen, dass ihr euer Transparentpapier trotzdem gut angeklebt bekommt, der sich jetzt mit solchen technischen Schwierigkeiten, sage ich mal, nicht auseinandersetzen möchte, der nehme dann vorzugsweise das blaue oder das türkise Haus. Die haben beide nicht das Problem, dass sie Schaufenster bis zum Boden haben. So, ich habe jetzt hinten mein Transparentpapier eingeklebt bin damit eigentlich mit dem Cover an sich bis aufs Verzieren fertig. Und fürs Verzieren habe ich mir diese ganzen Teile rausgelöst aus den verschiedenen Bögen und stelle mir jetzt das mal als Muster hier so her, damit ich es auch richtig raufklebe und klebe mir die jetzt quasi drauf als, ja, so wie gedacht, ne? Da ist das große Schnackelfisch, das geht hier durch und ihr seht, man sieht den Anstoß hier eigentlich gar nicht, also wenn man es nicht weiß, schon gar nicht, aber wenn man es weiß, dann muss man auch suchen. Da bin ich jetzt sehr froh drüber. Und entsprechend klebe ich jetzt hier die Sachen drauf, die drauf sollen. Das sind sowieso die Fenster von der Seite, sehe ich gerade. Die brauchen wir gar nicht. Wir brauchen die zwei großen Fenster. Die Haustür. Habe, weiß ich noch nicht. Oben den First und die kleinen Fenster. Wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt das ganze Gedönse irgendwie gar nicht drauf haben, ihr dekoriert da selber und macht euch da, keine Ahnung, Girlanden, Tannenkränze, sonst was irgendwo hin, tut euch keinen Zwang an. Ich habe, glaube ich, auch noch ganz viel Deko vom ersten Häuschen übrig, die ich nicht angebracht habe. Vielleicht nehme ich die dafür, ich weiß es nicht. Ich gucke jetzt nochmal, was ich alles brauche. Wenn ihr sagt, ihr wollt da dunkle Holzrahmen für eure Fenster, dann färbt euch die mit Distress Inks oder mit normalem Stempelkissen ein. Also da sind der Fantasie wirklich keine Grenzen gesetzt. Ich tüttle jetzt hier meine Rahmen drauf und schalte euch derweilen, beschleunige das Ganze und schalte euch dann derweilen ein bisschen Mucke her. So. Jetzt haben wir im Grunde genommen Vorder- und Rückseite schon fertig. Und ihr seht, was passiert, wenn man eben nicht mal ein bisschen schiebt, dann hat man ein schiefes Fenster. Da muss ich dann drüber dekorieren. Deswegen, wer das Toy Shop Sign anbringt hier, der hat es ein bisschen leichter, weil er dann sieht, dass das Fenster schief ist. Insofern verbietet sich jetzt für mich das Anbringen dieses Schildes, weil sonst sieht man, dass das Fenster schief ist. Insofern werde ich da irgendwie Deko drüber boppen. Mal gucken, ob ich vom anderen Haus noch eine Girlande habe, die ich da so von Fenster zu Fenster schwingen kann. Aber ansonsten so. Genau. Das, was jetzt bleibt, ist unser Rücken.
Und der wird im Grunde genommen unterklebt, wie man es von X-Albenbindungen eigentlich kennt. Ja, ihr könnt den mit Tyvek unterkleben, ihr könnt ihn mit Papier unterkleben, ihr könnt ihn nur an der Seite unterkleben, aber dadurch, dass die Bindung reinkommt, wollt ihr hier, glaube ich, schon ein undurchsichtiges Papier. Ich habe hier zwar transparent Papier drinnen, habe dann aber dahinter einfach das, was ich für die Bindung genommen habe, hinterklebt und ja, also ich habe auch hinten zum Beispiel jetzt nicht die Fensterrahmen für die hinteren Fenster drauf gemacht, weil ich finde, die stehen dann raus und das ist ein bisschen ungünstig. Also wer sie natürlich um Gottes Willen haben will, lasst euch von mir da nicht abhalten. Ja, vor allen Dingen, weil ich im Zweifel sowieso noch irgendwas Bommeliges dahin bastel, Dengel hinten dran hängen. Und ja, insofern machen wir das diesmal mit. Womit machen wir es denn? Machen wir das mit einem Rest vom. Von meinem Papier hier. Ich glaube, ich werde das diesmal mit dem Rest von meinem Papier hier machen. Ich werde aber trotzdem ein transparent Papier drunter kleben. Also macht ihr das, wenn ihr es mir nachmachen wollt, macht ihr das so. Dann geht ihr her, weil ihr ja oben und unten eigentlich eine schöne Kante haben wollt. Vor allen Dingen, weil ihr auch eine verstärkte Kante haben wollt, die einen gewissen Zug, eine gewisse Zugfestigkeit hat. Weil wenn ihr das jetzt mit einer offenen Kante, mit einer offenen Papierkante machen würdet, dann wäre, glaube ich, vorauszusehen, dass das irgendwann einreißen wird. So, jetzt habe ich natürlich das Problem, dass ich auf einer harten Tischoberfläche nicht so wirklich gut falzen lässt. Insofern machen wir das jetzt mal so. Das wird jetzt auch wieder gut verklebt. Ihr könnt natürlich dann zur Ablenkung quasi noch irgendwie sagen, okay, ich klebe jetzt hier noch Deko ins Fenster rein. Das lenkt dann so ein bisschen ab von Hilfe. Da ist irgendwie ne, Pflaster dahinter oder Ziegel dahinter und noch dazu in der falschen Richtung. Das könnt ihr gerne machen. Hier empfehle ich wirklich flächendeckend Flüssigkleber, vor allen Dingen, wenn ihr ein bisschen festeres Papier habt, was sich da sehr anbietet. Einfach damit sich das Ding nachher nicht verabschiedet. Dann irgendwie so mittig und möglichst gerade. Irgendwie auf Nummer sicher, glaube ich. Danke.
Ist das Ding unten schmäler als oben, oder? Nee, passt. Gut. Dann wieder brav festrubbeln. Natürlich, ich biege immer erst nach oben hoch. Irgendwie brauche ich ein Schild für meine Bastelzimmertür, weil wir stürzen heute die ganze Zeit Leute rein. So. Ich biege das in alle Richtungen, weil, wie gesagt, ich habe ein sehr, sehr dickes Papier. Normalerweise hätte ich das auch etwas länger trocknen lassen, damit wir durchkommen, mache ich das jetzt so. Normalerweise würde man das hier anschrägen, weil man, wenn man zwei Deckel hat, die genauso hoch sind wie der Rücken, aber dadurch, dass meine Deckel ja etwas oder quasi noch Haus zu bieten haben oder noch die Verblendung innen reinkommt, ist das eigentlich wurscht. So, ich klebe jetzt mit aller Macht, die mein Kleber hat, das bündig unten ran. Offensichtlich war denen relativ egal, ob die Fenster auf einer Höhe sind oder das sollen tiefe Fenster sein, weiß ich nicht. Mit dieser Art Bindung könnt ihr, da muss ich aufpassen, mit dieser Art Bindung könnt ihr das sehr schön aneinander setzen. Ich habe nur jetzt gesehen, ich muss hier ein Stück wegschneiden, von vorne zumindest, damit ich nicht meine Fenster blockiere. So, wenn das Ganze nochmal von vorne. Und da dann eben mit dieser Art Bindung könnt ihr eben wirklich hier hart auf hart aneinander anstoßen. Mit einer anderen Bindung müsstet ihr quasi Abstand lassen. Und das ist irgendwie bei der Konstruktion dieses Albums, glaube ich, ein bisschen ungünstig. So, jetzt seht ihr hier, meine Fenster sind frei. Das heißt, ich sehe die Bindung von hinten nicht oder von vorne nicht. So. Und dann mache ich im Grunde genommen genau das Gleiche für meinen Rücken. Ups, hier. So, leg das unten bündig an. Fahre es wirklich bis ran. Schau auch nochmal, dass das alles so sitzt, wie soll. Alles alles richtig. Ihr könnt es auch in euren Trimmer legen, zum Beispiel. Damit ihr auch sicher eine Stoßkante habt. Oder in so ein, hier so ein Hochbindehilfe-Dingsbums da, damit das nachher alles auf derselben Höhe steht und nicht wobbelt. Wie gesagt, zum Finishen könnt ihr jetzt eure ganzen Kanten noch distressen, wenn ihr möchtet. Und dann bleibt es eigentlich euch belassen, wie ihr die Bindung macht. Ich werde jetzt diesmal, glaube ich, meine Tags nehmen für die Seiten, wobei die fast ein bisschen klein sind. Mal gucken. Oder ich mache die Seiten wieder rund und mache die Tags zum Reinstecken. Mal gucken, was mir noch so einfällt. An sich, wie gesagt, ist das euer Grundgerüst. Ihr könnt jetzt, wie ich es hier gemacht habe, eine Hidden Hinge Bindung reinmachen, ihr könnt eine Schnürdelbindung machen und hier umwickeln, oder ihr könnt eine ganz normale Falzbindung machen, wo ihr die Seiten ineinander stapelt, oder wie es euch gefällt, wie ihr es gerne macht, wie es euch am leichtesten fällt. Es soll ja Spaß machen. Dekorieren tut ihr sowieso selber. Das war jetzt nur die Anleitung, wie ihr aus einem dieser Häuschen ein Albumcover macht, von dem aus ihr dann eure Gestaltung weitertreiben könnt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß damit und ich freue mich, das eine oder andere Häuschen vielleicht zu sehen. Was machen wir denn für ein Hashtag? Knusperhäuschen
Knusperhäuschen-Album. Bei Insta, wo auch immer, Hashtag Knusperhäuschen-Album. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, eure zu sehen. Ansonsten wünsche ich euch schon mal eine wunderschöne Vorweihnachtszeit, einen tollen Advent und genießt ihn. Die Zeit geht so schnell rum und er ist diesmal so kurz. Ich wünsche euch viel Spaß. Tschüss.